Jetzt mal ehrlich, die Brotkrumen in deinem Toaster stammen noch aus der letzten Dekade. Willkommen zum Cluecast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden. Leben und Sterben beim Gemüsehändler. Aber was will man? Am Ende sind die Kleinen jedes Mal krank, belauscht Casey im Vorbeigehen und biegt bei einer Regalecke ab. Sogleich meint eine zweite Frau, die Casey als Trudy erkennt, die am anderen Ende ihres Quartiers wohnt. Ach, steckt man einfach ein Zäpfchen rein und gut ist? Bloß weg. Bevor sie womöglich noch detailliert über die Körperfunktion ihres Nachwuchses berichtet oder sie erspäht und in ein Gespräch verwickelt, denkt sich Casey und huscht leicht geduckt einige Reihen weiter. Eigentlich hat sie lediglich Zuflucht vor dem Wolkenbruch gesucht und ist deshalb ins Lager vom Gemüsehändler eingestiegen. Der Laden ist keine Option gewesen. Einerseits arbeitet Trudy da und andererseits muss Casey zu sehr auf ihr Geld achten, um frisches Gemüse zu kaufen. Pflegebedürftige Eltern, ein schlechtes Sozialsystem und die Jobmöglichkeiten, die sich ihr bieten, sind keine gute Kombination für ihr Budget, geschweige denn ihre Nerven. Froh, vorerst außer Hörweite zu sein, kauert Casey einigermaßen zufrieden hinter einem Stapel Kisten, auf dem Bananen steht. Kurz wundert sie sich, weshalb der Gemüsehändler auch Obst verkauft, ehe sie Augenrollen feststellt, dass das Duo sie wieder eingeholt hat. Und stell dir vor, seit der Kleine sein Plastik-Windrad verloren hat, quengelt er andauernd. Wo kriegt man sowas her? Zu Caseys Freude schieben die beiden Trullers ihren Stapler weiter durch die Halle, statt in der Nähe zu quatschen. Sie setzt sich auf den Boden und lehnt sich gegen einen Metallträger. Sie kann Trudy nicht ausstehen. Ebenso wenig ihre vorlauten Sprösslinge, von denen sie immer erzählt. Casey bevorzugt Katzen. Die schlafen brav, schnurren und sind weich. Gut, auch die kotzen manchmal auf den Teppich, aber sie helfen Casey, sich zumindest ab und an, kurz von der dauernden Anspannung, die Teil ihres Alltags geworden ist, abzulenken. Es müssen mehrere Minuten vergangen sein, da vernimmt Casey Schritte. Verdammt, zischt sie und hofft, unentdeckt zu bleiben. Schlimmeres als eine Maßregelung ist zwar kaum zu erwarten, trotzdem versteckt sie sich hinter den Boxen. Überreizt wie sie ist, kann sie gerade gerne darauf verzichten. Überraschenderweise ertönt nicht Trudys Gelaber über rotzspeiende Belger, sondern verschiedene Männerstimmen. Keine davon die des Gemüsehändlers. Sie hat ihn zudem nie Slang sprechen hören, ganz im Gegensatz zu diesen jungen Kerlen. Kurz linst sie über die Kartons und zieht anschließend verängstigt den Kopf zurück. Kein Zweifel. Die Typen tragen Gangfarben. Was zum Teufel machen Gangster im Lager des Gemüsehändlers? Und dann erst noch so viele. Normalerweise hängen die bei den Projects ein paar Blocks weiter herum. Casey tastet auf dem Regal hinter sich herum, bekommt einen Schraubenzieher zu fassen und greift in sich. Besser eine nutzlose Waffe als gar keine. Dieser Regenguss beschert ihr nur Schwierigkeiten, regt sie sich auf. Zuerst die blöden Klatschtanten, die sich über ihre Kinder unterhalten, und jetzt die Gang, der die Kinder wahrscheinlich in einigen Jahren beitreten. Hey Jungs, ruft Jack, der Gemüsehändler, durch den Raum und Caseys Anspannung steigt. Will er sich mit den Gangstern anlegen? Jack gilt als einer der wenigen anständigen Menschen im Quartier, integer und klug. Sich mit ein paar Typen mit Uzis im Gürtel zu zoffen, wäre vielleicht integer, jedoch garantiert nicht klug. Was soll das? Lufft Jack und Casey hält die Luft an, rechnet damit gleich einen Schuss zu hören. Anstelle davon antwortet einer der Gangster in bester Arschlecker-Manier. Sorry, Boss. Hat länger gedauert. Kein Grund, hier vorbeizukommen, fährt Jack ihn an und tatsächlich fällt ein gedämpfter Schuss. Casey legt sich flach auf den Boden und sieht zitternd unter der Palette hindurch den toten Gangster. Schafft den raus. Und nochmal, das ist meine Cover-Identität. Ihr lasst euch kein zweites Mal im Laden blicken, klar? Während die anderen Kerle, die meisten davon gerade mal um die 20, die Leiche ihres Kameraden wegschleifen, malt sie sich aus, was auf sie zukommt. Wenn die sie finden, hätte ihre letzte Stunde geschlagen. Vermutlich würden sie sie ohne zu zögern erschießen. Casey erschauert.
kneift die Augen zusammen und zwingt sich zur Ruhe. Nur so hat sie eine Chance zu überleben. Ob das besser ist, bleibt fraglich. Als Zeugin eines Mordes muss sie vor Gericht aussagen und käme in den Zeugenschutz. Zumindest ist das in ihren Lieblingsserien so. Naja, immerhin müsste sie sich nie wieder mit Rudy unterhalten. Eine traumhafte Vorstellung. Allerdings ist sie unwillens, ihre pflegebedürftigen Eltern zu verlassen oder einen neuen Beruf zu lernen. Panisch jagen sich ihre Gedanken. Sie will sich nur in Luft auflösen und Jack tritt zu den Kisten und unterbricht damit ihre Überlegungen. Schwer atmend wartet sie darauf, gesehen zu werden. Seine weißen Sneaker sind das Einzige, das sie unter dem Regal beobachten kann. Vermutlich das Letzte, was sie sehen wird. Wenigstens scheint er Leute, die ihm nicht passen, schnell zu töten und nicht lange zu foltern. Trotzdem, wer würde ihre Katzen füttern, sich um ihre Eltern kümmern? Sehr zu ihrer Erleichterung legt Jack die Pistole mitsamt Schalldämpfer auf die Bananenkisten und wendet sich ab. Casey starrt auf die Mordwaffe und plötzlich hat sie einen irrsinnigen Einfall, eine Idee, die all ihre Probleme lösen könnte, sei es ihr Überleben oder die Geldsorgen. Sie muss schnell entscheiden. Immerhin kann Jack jederzeit wieder zurückkommen und die Gangster versperren ihren Ausweg. Was soll's? Zischt sie, packt die Waffe, steht auf, richtet den Lauf auf Jacks Hinterkopf und drückt zweimal ab. Kaum liegt der Gemüsehändler zwischen Lagerregalen und Kakerlakenscheiße, bellt Casey die verdatterten Gangster an. Jetzt mache ich hier die Regeln. Klar? Das war Leben und Sterben beim Gemüsehändler, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Luna Tick. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Gemüsehändler und beinhaltete die Clues Zäpfchen, Windrad, Wolkenbruch, Schraubenzieher und Arschlecker. Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo im Shop noch mehr Literaturspaß auf euch wartet, und zwar in digitaler sowie gedruckter Form. Wer es postapokalyptisch mag, darf Rahels Horrorroman Nach Hause nicht verpassen und wird dafür mit akustischen Extras belohnt. Und Science-Fiction-Abenteuer in Serie gibt es von Sarah in der Promise-Reihe. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com/cluewriting vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Damit werdet ihr zu den Grandiotasten, die wir mit literarischen Rewards wie exklusiven Kurzgeschichten und der Möglichkeit, als Gastautor bei uns aufzutreten, beschenken. Apropos Grandiotasten, was wäre der Cluecast ohne seine Stimmen? Auf unserer Seite entdeckt ihr sie alle, also besucht diese Helden des Cluecast auf cluewriting.de/cluecaster und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Das war es für diese Folge und wir verabschieden uns mit dem Cluecaster-Kampfschrei. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Cluecaster. In einigen Jahren wird die NASA endlich Flüge für all die Touristen anbieten, die in die Sonne reisen wollen. Der Cluecast ist eine Produktion der Literaturplattform Cluewriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!